Hallo und herzlich willkommen auf meinem Channel. Was ist denn da wieder passiert? Da hat man schon gedacht, der Sommer wäre ausgebrochen und ja, dann gibt es nochmal die weiße Pracht. Und ja, wo kann ich denn besser mal ein Video aufnehmen als draußen? Nein, das ganze Video wird nicht draußen sein. Ich mache nur schnell das Intro fertig. Ich habe auch so ein bisschen Angst, hier einzuschneiden. Es geht heute um das Kotobukiya LED Saber Set. Sehr, sehr interessante Sache. Habe ich vom lieben Oliver von Ogandem bekommen. Und wir bringen doch jetzt mal ein bisschen Licht in die Sache hier hinein. Und ich zeige euch ein kleines Unboxing, wie das Gerät so funktioniert und ob ihr es haben müsst. Insofern gehen wir mal wieder schnell hoch an den Tisch. Brrr. So, das war kalt genug. Das kürzeste Intro von mir, das es jemals gab. Jetzt schauen wir uns die gute Verpackung an. So, was haben wir denn hier alles Schönes? MSG steht für Modeling Support Goods. Ist von Kotobukiya, wie gesagt, das Ganze unter dieser MSG-Reihe. Hier steht auch nochmal Gimmick Unit dran. LED-Version, ja, ich denke mal 04 soll das hier heißen. Das bedeutet, wir bekommen laut Paketinhalt, ja, was ist das? 1, 2, 3, 4 verschiedene Arten von Sabers, also jeweils 2 Farben, 2 verschiedene Versionen. Das Lightsaber, Hände und Verbindungsstücke. Joa, schauen wir weiter. Hier können wir uns mit einem QR-Code noch irgendwas anschauen, aber ich glaube, das ist mal wieder für unser Land eher nicht gedacht. Wir schauen uns das Ganze näher an. Verpackung ab. Das Saber klebt schon da oben dran. Das gucken wir uns aber zuletzt an. Jetzt gucken wir uns erstmal an, was wir hier haben. Hier haben wir einmal in einem grauen Runner Hände, Daumen, Verbindungsstück und Handoberfläche. LED steht auch am Runner dran. Und zweimal farbig, also einmal clear, einmal farbig. Soweit ich das gesehen habe, kommt es immer mit einmal normal clear und einmal verschiedenfarbig. Das ist jetzt die rote Version. Es gibt, glaube ich, noch eine grüne Version und, ach ja, ich glaube auch blau. Müssen wir auch noch mal schauen. Also, wir haben hier einmal, wie zeige ich es euch am besten, leicht angeraut, dick, dünn, zulaufend, normal, clear, angeraut, dick, clear. Also immer einmal clear und einmal angeraut von einer ja, etwas dickeren Version oder von der dünnen Version. Finde ich ganz interessant, also gerade wenn man einen dickeren Suit hat, also irgendwie so ein Virtu oder ja, irgendwas, was halt ein bisschen klobiger aussieht, könnte der dickere Stab wesentlich interessanter sein als der dünne. Aber so viel zu meinen 5 Cent. Als nächstes haben wir eine erstaunlich lange Anleitung. Es sagt so viel wie: Verbinden Sie dieses Stück mit dem LED. Und das war's. Sie können verschiedene LEDs benutzen. Gehen wir mal auf das Saber näher ein. Machen wir das Saber mal ab. Das ist hier mit einem Tesafilm befestigt. Dann kann das alles mal weg. Das ist jetzt nur noch Papiermüll. Plastikmüll meine ich natürlich. Ich sortiere das natürlich absolut akribisch in meinem Müll. So, fummeln wir mal hier raus. So, das Interessante hierbei ist, das ist alles Batterie. Also dieses ganze Alu-Teil ist die Batterie, nur dieser farbliche Aufsatz hier vorne ist die LED-Ansicht. Das heißt, falls ihr mal ja, die leer kriegt, was relativ schnell passieren dürfte, also ich glaube mehr als 2 Stunden Brennzeit oder so, wird man aus den Dingern nicht herausbekommen. Ich schätze 2-3 Stunden oder sowas, dann ist die Batterie leer. Kann man die aber austauschen, das ist das Schöne. So, reingedrückt, LED an, rausgezogen, uah, LED aus. Übrigens,
Kleiner Tipp von mir als Rande, als Fummler, der seine Hände nicht bei sich behalten kann. Wenn ihr das wisst mit dem Reindrücken und ihr macht das in dem Paket, während es noch zu ist, ist es sehr, sehr schwierig, das wieder rauszuziehen. Nur so mal meine Sache dazu. Glaubt mir, ich habe es ausprobiert, ist es mir aufgefallen, ich hatte ein Problem. Wir knipsen doch mal dieses schöne Verbindungsstück. Okay, interessant. Dieses große Verbindungsstück ist für die Sabers, die dabei sind. Hier ist auch noch ein kleines Verbindungsstück. Es ist mir natürlich was auf den Boden gefallen. Ich möchte nicht zugeben, wie lange ich jetzt für dieses kleine braune Teil gesucht habe. Aber ich habe die Zeit genutzt, um nicht nur das fertig zu machen, sondern auch hier mal die Dinger auszuschneiden. Also ich sortiere sie mal. Und dann gucken wir uns das alles fein nacheinander an. Nehmen wir als erstes mal die etwas rauen. So, stecken wir rein und leuchte an. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was sehen. Ne? Der Unterschied ist da. Jetzt unter vollem Licht. Wir machen mal das Licht aus. Dann könnt ihr es besser sehen. Es ist nicht so unendlich stark, ne? Also das müsst ihr euch, dessen müsst ihr euch klar sein. Das ist hier nicht überwältigend, aber es ist, ja, ich sage mal, ein etwas realistischeres Leuchten. Gefällt mir trotzdem, muss ich sagen. Ist dezenter, ist nicht dieses boah, look at my laser swords. Ja, bei dem Klaren sieht man es wesentlich deutlicher. Also hier alleine das, ne, seht ihr es? Man kann durch die Spitze beim Klaren durchsehen. Das leuchtet gleichmäßiger durch das ganze Schwert hindurch. Finde ich ganz cool. Vor allem das Dicke. Am Anfang hätte ich nicht gedacht, dass mir das Dicke gefällt. Aber das Dicke gefällt mir. Und hier das Ganze auch nochmal. Ja. Ja, ist okay. Also wie gesagt, im gleißenden Licht einer Vitrine oder sowas, ja, dann wird sich das hier verlieren. Aber so für den einen oder anderen Effekt kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Und man müsste jetzt wirklich mal schauen, wie lange diese Batterie hält. Danach, ja, einfach abziehen. Was ich gesehen habe, diese Batterietyp gibt es auch als Akku, als wiederaufladbarer Akku auf Amazon. Für 4 Euro oder so kriegt man 2 Akkus. Wäre eine Option. Wer sowas cool findet, wäre eine Option. Was ich zum Beispiel in der Anleitung vorhin noch gesehen habe, dieses Aufsteckding kann man auch hinten aufstecken und so zwei Lichtschwerter miteinander kombinieren, damit man, ne, das nach hinten und vorne machen kann. Sehr coole Idee hier. Ich bin gespannt, was da noch so kommt. Das ist auf jeden Fall ein cooles Upgrade-Teil. Ich werde mal ein paar Bilder jetzt vielleicht, einen kleinen Clip einblenden, wie das an einem Kit fertig aussieht. Für ein paar Euro, denke ich, ist das doch ganz gelungen. Ist ein nettes Gimmick, wer sowas schon immer mal machen wollte, gerade jetzt in Zeiten des PGUs, wo Bandai sogar schafft, dass, ich muss mal das Licht wieder anmachen, das sogar selber hinzukriegen, so ein Licht in ein Laserschwert zu integrieren. Jetzt haben wir das Ganze, sage ich mal, komfortabel für 1:144. In einer 1:100er Hand wird es wahrscheinlich auch nicht verloren aussehen. Ja, ich bin soweit zufrieden. Ich würde davon sogar noch mal eins kaufen. Also Empfehlung ist da einfach mal raus. Ist eine Spielerei. Es muss jeder wissen, dass es eine Spielerei ist. Dieses Ding wird nur ein paar Stunden leuchten. Das ist sowas wie, ach, guck mal, jetzt mache ich Fotos und dafür mache ich
das Laserschwert an. Das wird nicht den ganzen Tag in der Vitrine leuchten, sonst seid ihr nur noch am Batterien kaufen. Insofern wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie immer. Wenn ihr mich mal live sehen wollt, dann immer montags und mittwochs ab 18 Uhr auf Twitch. Ich wünsche euch, wie gesagt, ein schönes Wochenende, einen schönen Abend noch. Bis dann.